Hey Leute, euer Gerhard ist hier und willkommen zurück zu Let's Play Skyrim Special Edition Nr. 7. Und heute haben wir ein paar Dinge zu bequatschen und erstmal Entschuldigung, dass es mit den Teilen nicht so wirklich vorankam. Ihr seht vielleicht auch vorab schon mal, es sieht ein bisschen bunter aus und ihr habt es vielleicht auch in meinen letzten Skyrim Videos gesehen, dass die ein bisschen bunter waren. Ich habe da mit den Farbsettings von meinem Game Capture HD von Elgato gespielt. Und hatte das zwischenzeitlich mal auf 100 Farbsättigungen. In Let's Plays hatte ich es immer auf 0, also auf ausgeglichen. Jetzt habe ich mal 25% mehr Farbsättigung, dass es ein bisschen bunter und hübscher aussieht. Und bevor wir auf ein paar Themen eingehen, fangen wir mit einem von euren Kommentaren an. Und da hatte nämlich jemand geschrieben, zieh doch bitte, Sophia, den Helm aus. Sie hat so ein hübsches Gesicht. Und das wird versteckt dadurch. Und deswegen nehmen wir den jetzt mal ab. Okay, but next time you can carry den my Dragonborn Helm. So, jetzt könnt ihr das hübsche Gesicht von der Sophia wieder bewundern. Gefällt der Sophia? Hm? Na? Boah. Sieht doch schon viel besser aus. Nun gut, und dann hatte ich voll den Fail. Ich hatte... Warte mal, wir haben ja hier... Fällt mir gerade so auf. Ich hatte das zuletzt für irgendein Video an, wo ich das aufgenommen habe und die HUD-Transparenz runtergemacht habe. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, ob Audio noch passt. Ich glaube nicht ganz. Stimme haben wir gesagt hoch. Musik habe ich jetzt ein bisschen lauter. So. Ich glaube, so waren unsere Let's Play-Einstellungen. Was hatten wir denn eigentlich zuletzt? Ah ja. Ist uns der letzte Teil, den wir in Falskar verbringen. Vorerst. Wir kehren vielleicht nochmal hierhin zurück. Warum auch nicht. Aber ich habe mich entschieden, ich will in der nächsten Episode auf jeden Fall mal wieder zurück nach Himmelsrand. Jetzt suchen wir erstmal einen Questgeber. Beziehungsweise, wo ist der denn? Am Arsch der Welt. Was macht der da? Ja, und seit dem letzten Mal haben wir auch noch mehr Mods installiert. Da gucken wir ganz kurz. Einfach weil es so lange her war, dass wir das letzte Mal den letzten Teil hatten. Das ist aber wirklich im Dezember immer bei mir so. Also Dezember komme ich mit den Videos einfach nicht hinterher. Wegen Verwandtschaft etc. und Arbeit und allem. Ist immer mega stressig. Urlaub habe ich im Dezember auch generell nie. So, im Schnelldurchlauf einfach mal alle Mods durchhauen. Das sind jetzt halt so ein paar Mods, zum Beispiel so Relighting und so weiter, die ich halt auch vorgestellt hatte. Oder hier auch die Landscape Texture Mod und so weiter, die ich im entsprechenden Mod-Video vorgestellt hatte für die Xbox One. Ein paar davon war auch schon in PS4-Part drin. So, erstmal zu dem Fail, den ich hatte. Das war ja super geil. Ich hatte ja schon mal gesagt, ich wollte hier mal von unserem Hauptcharakter die Proportion ändern. Und das Aussehen und schönere Haare und so. Und das habe ich auch gemacht, bin halt in die Cheat-Mod von Falskar rein. Und dann kommst du aber von der Cheat-Mod aus... ja, nicht mehr zurück nach Falskar, sondern landest irgendwie wieder in Himmelsrand. Hab das irgendwie verbockt. Und das Problem war, wir haben ja hier diese Quest. Passage Home, also unser Heimweg. Und... das hatte ich halt noch nicht gemacht, die Quest, oder hab's ja jetzt immer noch nicht gemacht. Und deswegen waren wir dann im Himmelsrand festgehangen und ich kam dann mit dem Charakter, den ich wirklich so in 30-minütiger Arbeit feinst ausgearbeitet habe, um den anzupassen, kam ich dann nicht mehr zurück. Und dann dachte ich, für den Arsch, also spielen wir so weiter. Und wir machen das dann spätestens zur Jubiläumsfolge, zur 10. Folge oder so, dann nehme ich euch mal mit in die Cheat-Mod, wenn wir als Falskar halt eben raus sind und bauen den Charakter nochmal um und passen den nochmal an. So, dann, es wird heute total viel Gelaber geben. Hier, seht ihr diese Gräser? Und die sehen jetzt bestimmt total beschissen aus bei euch. Pass auf, wenn ich mich jetzt bewege und so, kriselig as fuck wahrscheinlich. Hier noch ein bisschen mehr Gräser zeigen. Sophia, du bist jetzt mal kurz still. Ich will hier was präsentieren. So, kriselt bei euch jetzt am Bildschirm bestimmt wie Sau. Sieht mega scheiß Qualität aus. Und das habe ich auch im Skyrim 4K-Video erklärt, wenn ihr das nochmal angucken wollt. Das hat mit der Bitrate auf YouTube zu tun, in der Kurzfassung. Und es sieht eigentlich nicht so scheiße aus. Eigentlich ist das Spiel super hübsch.
aber auf YouTube geht es total unter, außer man rendert in 2 oder 4K, man hat mehr Bitrate und dann sehen auch die 1080p Videos besser aus. Und ja, das kann ich aber fürs Let's Play nicht machen, dann würde das Rendern ewig dauern, das Hochladen wird ewig dauern. Und bis die Videos immer in 4K freigeschaltet sind, dauert es da auf YouTube kein Witz, teilweise wirklich bei mir 3 bis 4 Tage, bis das Video dann in dieser Qualität verfügbar ist und in dem Tempo will ich nicht produzieren. Ich hab bei den Questmarker über dem Kopf. Good morning. Greetings, friend. That bastard Ingvar up to something. We knew this would happen someday. Tell Agna that we will prepare, then head down there. Ah, ich bin eine Pflaume. Ich hatte doch den Untertitel an beim letzten Mal. So, wir machen jetzt einfach mal, machen wir nur Dialog-Untertitel an, würde ich sagen. Ja. Return to Agna. Ey, wir werden ständig hin und her geschickt. Wisst ihr was? Wir machen jetzt erstmal die Quest, wie wir nach Hause kommen. Gehen wir hier runtergehen. Wir waren ja schon mal an den Docks. Machen wir mal eine schnelle Reise hin. Ja, was ich auch noch loswerden wollte, so die never-ending Question, die mir so gestellt wird, ist, wo ist Minecraft-Stuff? Und ich habe da ja lange nicht mehr drauf geantwortet. Ich schneide es wirklich nur mal ganz kurz an in diesem Video. Es wird ein separates Video dazu geben, im Jahr 2017. Im Januar wird es auf jeden Fall ein Video dazu geben, außer wir hören vorher nochmal von ihm. Und da gehe ich wirklich auf alles ein, was ich weiß, was ich recherchiert habe. Ich habe mich da wirklich lange beschäftigt und habe mir auch überlegt, wie ich das Video aufziehe, wie ich das machen will. Und ich sage euch hier schon mal vorab, ich kann euch da keine Beweise liefern, was genau passiert ist. Ich habe Indizien, was passiert ist. Aber ich kann es halt nicht mit hundertprozentiger Gewissheit bestätigen. Und das will ich euch vorab schon mal sagen. Aber für Details einfach das Video im Januar abwarten. Da reden wir noch mal drüber. So, dann reden wir mal mit Wolf. I feel it in my bones. I've been told you can take me to Skyrim. Oi there, name's Wolf. I'm the captain of the ship docked here. I wanted to thank you for helping out. Damned bandits snuck up on us. Now, I also wanted to offer to you the service of my boat. If you need to travel between Falskar and Skyrim, as long as I'm in port, I'll take you. However, it won't be free. I wish it could be, but travel simply costs too much these days. It'll be 500 gold a trip. I know it's a bit steep, but I'll shift my schedule for your convenience. Hopefully that's all right. It's the best I can offer. The trip takes less than a day. Just hop on the boat whenever you need to go and I'll get things in order. You can even have the top. You may now for a fee use the trapdoor on Wolf's boat in Falskar or the gate near Wolf's boat and down start to travel back and forth between the two locations. Okay, cool. Coole Sache. Ah ja. Hier kommen wir zurück nach Himmelsrand. Mhm. Clever gelöst. Aber ich habe ja gesagt, in der nächsten Folge geht's nach Himmelsrand. Wir haben uns jetzt also schon mal die Möglichkeit. Ah ja, hier ist auch schon unter Verschiedenes nochmal diese Quest auswählbar. Wir machen jetzt mal kurz diese Quest hier weiter. Ich wollte das nur schon mal safe haben, um zu gucken, gibt es da irgendwie eine Quest, die wir noch machen müssen. Aber er war ja ganz zufrieden mit den Banditen, die wir gekillt haben am Dock und lässt uns jetzt hin und her reisen, wie wir das möchten. Insofern hätte man das schon mal geklärt, weil ich hatte halt Angst, ne? Wir machen jetzt irgendwie hier die Hauptquest von Falskar und dann müssen wir da nochmal eine halbe Stunde eine Quest machen. Ist Gott sei Dank nicht so. Das heißt, wir können tatsächlich hier mal die Hauptquest. Warte mal, ey, habe ich irgendwie eine von diesen Nachtmods aktiv? Brightness Falser, so kommt mir gerade so mega dunkel vor. Sehe ich mir nochmal. Let us search and then we'll leave. You will do no such thing. I don't know what you're up to, Ingvar. But you will leave my people be. You will let us search, or else. Or else what? Go back to Stargard, Ingvar. You are not welcome here. Leave me and my people in peace. I'll be back.
Pardon. Ich mach doch mal die sonstigen Untertitel an, um es euch ein bisschen zu erleichtern. Scheinbar ist es aber nicht untertitelt trotzdem. Oh doch. You're on vacation, are we? Shut up, both of you. Svegar, Ulgar, it's good to see you two again. I should probably tune my lute. It has been too long, my friend. How may we serve you, my king? Svegar, we have been over this. Sorry. How may we be of assistance, Agnar? Ingvar is up to something. Big surprise, eh? He demanded to search the town and has mobilized his entire army. His entire army? He is up to something for sure. I fear he may make a move on Amber Creek or Borba. I think you two need to be here. Passt gerade so ein bisschen wie bei den Ents in Herr der Ringe, die zwei Türme. Kommt mal in die Puschen, Jungs. Very good. Then we must figure out what... Brother Thorlo, have you decided to help? Ingvar, that bastard. What happened? He came to the priory, demanding to search the place. We let him search the main temple. When he wanted to search the private quarters, Brother Colin stepped in. His men simply killed him. And searched the place anyway. They tore it apart. Mitreden, bitte. We buried him, cleaned up, and grabbed our weapons. We were to... Controller wurde entfernt. Sehe ich anders, da ist er doch. They neutral till provoked. Just hit the beehive with the stick. Wherever you need us. Ich will jetzt mal ganz kurz was testen und würde es damit beschleunigen können, zumal mir das viel zu düster gerade ist. Ich sehe hier die Hand vor Augen nicht. We sons of Shore will be there. Ja, mit beschleunigen ist, war wohl nichts, ne? Guided swiftly to Sovngarde. Did I tell you about the time I nearly made two people die without even touching them? This may be worse than like wearing clothes. Also Sophia, laber du auch noch rein. One man nearly choked to death on a piece of bread and the other fell over a bridge and nearly drowned. Thorvald. Either he has already been there, or he is headed there now. Jarl Varfred must be warned. Then we are leaving your side. You're in too much danger. Ulgar is right. And I must stay to mourn. And to think. And that just leaves our friend here. Putting our trust in an elf. That's new. That just leaves you. We'll stay here and look at guard reports. Maybe we can figure out exactly what Ingvar wants. Go to Borvald, the city on the plateau to the east. It's been locked down due to the increased bandit activity, but his house Carl should let you in. Tell him what has happened. We are on the brink of... Ich kann das nicht mal überspringen. Hallo. That will be bigger than any this land has seen before. Warn Jarl Valfred. Time is of the essence. Now go! Also ich finde es echt cool, wie viel Mühe das sich der Mod-Ersteller gegeben hat, aber der Dialog war mir jetzt echt ein bisschen zu lang. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Like ah, jetzt kann ich wieder überspringen. Tut mir leid, ich hab's kapiert. Okay. Oh, warte mal, ist das jetzt die Stadt, wo er vorhin nicht reinkam? Was ist vorhin? Oh ja. Oh ja. Dann machen wir jetzt mal eine Schnellreise hin. Endlich, wir kommen doch noch, und das finde ich jetzt fantastisch, ich hoffe, wir kommen diesen Teil jetzt noch in diese Stadt, die uns verwehrt geblieben ist bisher. Und dann können wir uns die auf jeden Fall noch reinziehen, bevor wir wieder zurück nach Himmelsrand gehen. Himmelsrand habe ich dann übrigens auch im nächsten Teil
einiges vor, noch ein paar Quests abgeben und so und einige von ein paar Mod-Zaubern noch einsacken, die wir ausprobieren können, weil wir sind ja ein bisschen irgendwie hier mit unserem Feuer hier hauptsächlich am Start. Ich will da noch ein paar andere Sachen haben. Dann mal schauen, ob wir jetzt reinkommen. The city is in lockdown by Jarl Walfred's order. What makes you think I'd let you in? Ich habe Neuigkeiten von Akma, die Jarl Alfred sofort zugestellt werden müssen. Very well. I'll show you to Jarl Walfred. Follow me, please. Ich folge dir. Das ging ja einfach. Das war wirklich einfach nur quest-related, dass wir hier mal reinkommen. Oh, wie geil. Ohne Ladezeiten in der Stadt. Ist ja fast wie mit Open City Skyrim, was wir gerade nicht aktiv haben. Ist zwar installiert, aber deaktiviert. Schicke Stadt. Und der Track, der gerade läuft im Hintergrund, aus Original Skyrim, vorhin lief ja mal so ein bisschen eigene Falska-Musik, sehr, sehr cool. Oh, das sieht auch schön aus hier. Das ist jetzt wieder ein Originaltrack aus Skyrim, den finde ich einfach wunderschön. Es ist so ein schönes Lied. Generell ist der Skyrim-Soundtrack fantastisch. Ich will noch ganz kurz, bevor wir den weiterfolgen, hier mal gucken. Also bis jetzt echt eine schöne Stadt, schön gestaltet. Ah. Geht's jetzt zum Jarl dann vielleicht? Nee. Oder doch? Ha, Abkürzung. Das sind so riesengroß als Hochelf, ist unglaublich. Schau dich das mal an. Dann suchen wir mal den Jarl auf. Ich hatte es mir aber irgendwie innen drin ein bisschen anders vorgestellt, als es jetzt aussieht, aber ich finde die Stadt bisher echt ansehnlich. Kann man schon mal leben. I'm Jarl Walfred. Is there something I can help you with? Der ist auch sehr gut synchronisiert. I figured that's what was happening. I've had my city sealed because these damn bandits are everywhere and killing my people. It would be Ingvar. Damned Unvaldir's up to something again. Can't they just leave us be? You said he was look. I don't like what this implies. I think I may know what he's after, but I don't want to jump to conclusions. Especially not this one. Alfred, sir. The city is under siege. It's the bandits. They've breached the gates. Damn it! We don't have much. I'm Gorin. Grab our weapons and let's go. Already have them. Ingvar has the nerve to attack my city. This is certainly the start of another damn war. So, jetzt wird endlich mal wieder gekämpft. Wird aber auch mal Zeit, oder? Desperate for power. There's already a lot of it. We have to get you out of the city, so you can get help from Magna. Let's go. Ich bin bereit. Careful! Ja, bin ja vorsichtig aus dem Weg. Oh, Schlachtgeräusche. Ich glaube, ich habe jetzt ein bisschen Angst. Wer ist denn jetzt hier böse? Ups. Hallo. Ich hab den soll schützen. Ups. Nichts Persönliches. Das hat gar mit richtiger Inszenierung hier. Zieht hier noch Nebel auf. Das ist fantastisch für unsere YouTube-Qualität. Nebel zieht die Qualität ja Gott sei Dank überhaupt nicht runter. There's a
secret exit with intel. Let's go! Ja. Wo denn noch hin? Wo sind noch mehr Banditen? Oh. We have to keep moving. Ja, ich bewege mich ja. Wohin? Okay, es geht in den Dungeon. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Also es nimmt gerade so ein bisschen an Fahrt auf. Das weiß ich wirklich wertzuschätzen, nachdem wir uns hin und her mit Gelaber und so weiter. Das war echt zäh. Haben wir jetzt hier tatsächlich sogar richtig Inszenierung drin, gefällt mir gut. Jungs. Not the best time for a chat. Ja, ist jetzt vielleicht nicht die beste Zeit zu reden, aber tut doch mal was, danke. Also. Be careful, not the best time for a chat. Bitte. Ah, yes, wir haben Kerzenschein, Gott sei Dank. Jetzt sind wir schon wieder viel zu düster. So. Ah, ja. Ah, wir könnten eigentlich mal hier Blitz wählen. Geht denn die Tür nicht auf? Ja, schön und gut. We should go if we don't want his death to be in vain. Okay. Tja, und jetzt geht die Tür von wundersamer Hand auf. Okay, es war ein Script-Event. Wir mussten warten, bis der NPC uns die Tür öffnet. Jetzt dürfen. What was that noise? War gleich irritiert. Wir haben nicht mehr Gold bei. Das ist echt ein bisschen enttäuschend. Ach, es ist Kerzenschein schon wieder alle. Komm schon. Level up. Wir gehen auf Magica mal wieder. Können wir bei Destruction schon wieder was wählen? Ich glaube nicht. Blitzzauber wirken mehr Schaden, Feuerzauber wirken mehr Schaden. So wirklich festgelegt. Achso, wir haben jetzt hier auch noch einen anderen Skilltree, wie ich hier gerade sehe. Kann man auch Windmagie noch hochhauen. Hier kann man Wassermagie hochhauen. Wisst ihr was? Ich glaube, ich gehe jetzt auf Blitzzauber oder Feuer? Ich glaube, ich gehe mal auf Blitz. Ich habe jetzt irgendwie Bock auf Blitz. Okay, Cam. Ne, Blitz finde ich ja nicht mehr ganz nett, weil vor allem gegen andere Magier wir halt auch einfach nochmal nicht nur Lebensenergie wegnehmen, sondern auch Magika. Wir können ja theoretisch auch sowohl Blitz als auch Feuer als auch Frost alles hochhauen irgendwann mit der Zeit. Aber jetzt gehen wir erstmal auf Blitz, habe ich mich gerade entschieden. Now,
irgendwie gerade Bock drauf bekommen, nachdem wir die ganze Zeit irgendwie mit Feuer rumgelatscht sind, braucht's mal Abwechslung. Na, wo ist unser... Ach, Kerzenschein dauert echt. Warte mal, jetzt Favorit haben wir schon. Okay, alles klar. Ach, wisst ihr was? Ich glaube, ich mache. Ich sollte vielleicht mal das Audio von den Effekten ein bisschen runter machen. Weil die übertönen dann doch immer alles im Video. Notfalls schreibt mir mal, wenn Effekte dann zu leise sind oder so, könnt ihr mir schreiben oder ob es so besser ist. Schlüssel haben wir nicht. Ist das wieder eine Tür, die nur du öffnen kannst? What is that? Ja, ist es bestimmt. You two are too late if you're here to stop me. The key is mine. Ingvar will get the heart of the gods and he will rule all of you. Ingvar must have fought. That's what he's looking for. This is very, very bad. Come on, we must hurry. Es wirkt schon mal ganz gut, die zusätzlichen 25% Schaden von unseren Bits zaubern. Haut schon gut mehr drin und Kerzenschein natürlich. Die Sophie hat Angst vor Kindern. Was? Da wird's wieder verpasst. Das ist ja mal nice. This is it. The way out of here. Now go on, you have to jump. It's the only way you'll survive. Tell Agnar that Ingvar's going for the heart of the gods. He'll understand. Now, I'll hold these guys off for as long as I can. Now jump! Wir müssen springen. Okay. Down after you. Sieht auf jeden Fall mega schick hier aus. Erstmal, okay, da soll man runterspringen, kein Problem, das überleben wir locker. Also die Aussicht gefällt mir. Fuck! Okay, springen. Oh nee. Mein Spiel hat sich aufgehängt. Komm schon. Ist an sich ein guter Zeitpunkt, um aufzuhören. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir einen Autospeicherpunkt hatten an der Stelle, als wir diese Höhle verlassen haben. Falls nicht, was erstmal eine riesengroße Frechheit wäre, würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Teil wieder, beenden diese Quest und werden es dann auf zurück nach Himmelsrand machen. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt, die ich vielleicht im nächsten Video beantworten soll, weil es jetzt längere Zeit kein FAQ-Teil auch gab, nehme ich vielleicht mal so zwei, drei Fragen mit auf ins Video. Und dann schreibt mir einfach mal unten ein paar Kommentare runter. Und ich werde die dann gegebenenfalls einblenden im nächsten Video und diese Fragen während des Videos verstreut beantworten. Habe ich mir mal so gedacht. Okay, damit haben wir, denke ich, auch eine gute Länge, so um die 30 Minuten erreicht. Ich will die Teile ja eh immer so in dieser Länge halten. Insofern
ist der Crash gar nicht so schlimm. Ich werde es nachher herausfinden. Ich spiele uns auf jeden Fall nochmal bis zu der Stelle, falls es keinen Autospeicherpunkt gab, sodass wir dann direkt da weitermachen können, wo wir gerade waren, dass wir eben von oben runterspringen in den See und dann mal gucken, was in dem Kaff so abgeht, was die Banditen noch so angerichtet haben, dass wir das hoffentlich schnell klären und uns dann zurück nach Himmelsrad machen. Bis dahin, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein!